direkt erstmal Pokémon anmachen. Ein paar Pokémon-Stops mitnehmen. Jetzt gehen wir zum Hotspot in München. Echt jetzt? Ja. Das ist der Bordeaux-Platz am Ostbahnhof. Da sind immer 4 Lokmodule an. Es ist ein gutes Carpador-Nest. Man kann sich also, ich habe gestern an einem Tag habe ich 180 Bonbons gemacht. Also pro Pokémon ist hier immer 3 Bonbons und wenn man es verschickt, ist halt das 4. Ja. Genau. Ich habe gestern 180 Bonbons gemacht in 2,5 Stunden. Das ist schon sehr, sehr gut. Krass, ja. Ja, und in 2 bis 3 Tagen hat man Gyarados. Ihr habt es ja gesehen. Gestern, ich habe einen Screenshot geschickt. Ich habe 4 Gyarados schon. Also, das ist. Ja, die anderen Jungs. Leider nicht. Leider nicht, ja. Ja, bisschen auch, am Leiden. Ist ja auch Team Rot. Ist ja klar, dass die nicht so toll sind. Ihr werdet es auch bald sehen. Wir werden bald richtige Konkurrenzkämpfe austragen. Ja, so ist es. Mit Arena erobern und allem. Arena Challenge wahrscheinlich können wir noch mit einbauen. Vielleicht, wenn noch das Update kommt, soll ja auch demnächst kommen. 1 ja. gegen 1 Battles. Auf jeden Fall. Das könnte man auf jeden Fall geil filmen und auch wahrscheinlich geil kommentieren. Und ja, jetzt treffe ich mich mit einem Kumpel von mir, auch Team Blau. Auch Team Blau. Auch Team Blau. Selbstverständlich. Und der ist auch sehr weit. Der hat auch schon Gyarados und Dragoran. Also ihr seht, wir von Team Blau, wir hinken nicht hinterher wie Team Rot, ja? Ja. Sag mal, was so hier in der Nähe ist. Momentan in der Nähe leider nichts Gutes. Hier auch wieder Carpador in der Nähe, weil am Stachus ist auch ein Hotspot. Ja, für alle Münchner YouTuber. Da war sogar ich schon. Ja. Nicht YouTuber, Spieler. Ja. Nicht YouTuber, also die uns halt followen, meine ich. Ja. Steamy ist süchtiger Freund. Team Blau forever. Team Blau for the win. Er zeigt uns jetzt ein paar krasse Pokémon-Tricks, oder? Ja, was willst du wissen? Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt Ostbahnhof, Bordeaux-Platz. Was gibt's da so? Da gibt's ganz viele Carpadors. Okay. Von einer guten Position auf, dass ich etwas tomorrow schon. Oh yes. Du machst schon an, oder was? Welches Level bist du? Oh mein Gott, 22. Madig, Mann, Madig. Schlecht. Der Quadratini gerade. Verdient. Okay, du so, ich mach's in der S-Bahn schon an. Okay, es lädt eh nicht, Mann. Okay, Dratini war da. Sehr gut. Hast du es gekriegt? Natürlich nicht. Ja. Das kriegt das. So viel zum Zusammenhalt von Team Blau. Es geht ums Prinzip. Wenn ich es nicht habe, soll es sein. Schauen wir, was da kommt, Mann. Kannst du mal den Hotspot filmen, dann siehst du halt, wie viele Leute da halt, und die sind halt täglich dort. Echt? In dem Hotspot ist nicht nur gut, dass es 4 Pokestops mit Lokmodul gibt, sondern du hast drumherum nochmal 2 jeweils, also insgesamt nochmal zusätzlich 4 Stück. Das sind 8 Pokestops, die du dann immer abklappern kannst. Zusätzlich zu dem Carpador-Nest, das es da wahrscheinlich gibt. Ja, und für Team Gelb auch gut, Mann. Kannst du viel erreichen. Wenn du 10 Kilometer Eier hast, würde ich schauen, dass du im Bordeaux-Platz bist, wenn du sie brütest. Weil ich glaube, wenn der Ort eine Rolle spielt, dann scheint dort sehr oft Lapras zu brüten. Oh. Ich habe gestern 2 Lapras gebrütet. Ja, 2 Stück. Nein. Eine gelbe Arena, wie ich sehe. Sehr gut. Oh, Nebula.
Was wird denn der befreit sich jetzt? Ja, voll. Und gleich bewerten lassen. Und gucken, ob er scheiße ist. Und er ist scheiße. Oh je, das war ein Scheißwurf. Okay, Mann. Fuck you. Du kannst auch Sachen rausschneiden, oder? Wenn ich mal aus Versehen. Was Schlimmes sagt oder so. Kein Problem. Die Arena wird gekickt. Gerade. Ja, natürlich wird sie gekickt. Wir sind am Ostbahnhof. Ja, schönes Wetter. Das heißt, heute gibt's Tour Talk. Mit Regentanz. Schauen wir mal. Also, Leute, wir sind jetzt gleich beim Hotspot. Hier, das sind die zwei äußeren, wo man hier noch die Pokébälle zusätzlich einsammeln kann. Und hier in der Mitte sind die Lockmodule durchgehend. Das Bild raus. Genau. Und ja, jetzt gehen wir auf den Ort mal zu. Dann könnt ihr auch gleich mal sehen, die ganzen Leute sind schon dort. Bänke natürlich alle schon besetzt. Die meisten Leute werden halt stehen, so wie wir heute. Aber das ist ja kein Problem. Für ein, zwei Stunden geht es immer. Ja, und später werdet ihr auch mal sehen. Das musst du auch filmen. Wenn etwas spawnt, was ein bisschen außerhalb des Bereichs ist, wie du die Mengen dann siehst, die alle hingehen. Das Lustige ist jetzt, die letzten Male, wo ich hier war, waren halt dann immer so Schlaumeier, die geschrien haben, Lapras, Dragoran. Die ganze Menge steht auf, oh weiß nur nicht mal, was es für ein Pokémon geht. Followed einfach. Läuft mit und im Endeffekt war es gar nichts. So, du siehst, es ist gut besucht. Ja, das ist noch gut. Okay, wir fangen mit Tentacha an. Wir fangen mit Tentacha an, schon gleich erschienen. Hier bei mir ist Fehler gekommen. Ja, dann warten wir. Tentacha ist schwierig mit großartig zu fangen. Das können wir zum Beispiel auch erklären, wie man ideal Curveballs wirft. Ja, das ist halt von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich und du brauchst auch ein bisschen Gefühl dafür. Also du musst erst mal gucken, wie weit du um den Bogen wirfst. Okay. Mauzi. Mauzi, Stern, du Quapsel. Gleich alles erschienen. Man kann schön gut die Stops hier mitnehmen. Ist natürlich nicht so ideal, wenn der Beutel voll ist. Dann muss man wieder Beleber wegschmeißen oder was man eigentlich braucht. Nimm mir doch dahin. Denke, sind die alle voll. Hey, Hongi, kannst du auch ein bisschen pushen, Mann. Ja. Du musst die Geld die Ehre verteidigen. Ja, wenn er es gut erklärt hat, dann erklärst du halt genauso wieder. Wir können ja mal fragen, ob schon was gekommen ist heute. Hallo! Das heißt im Endeffekt, wir haben vielleicht keine schlechten Aussichten, dass bei uns was Gutes kommt. Ja, wenn bis jetzt noch nichts gekommen ist. Wie ist der Storm? 22. Boah, das ist schon gut, Mann. Ja, hier kannst du dich in 3 Tagen auf 20 pushen und bekommst eine Chance. Ja gut, gleich übertrieben, aber es geht verdammt schnell hier. Ich habe das zum 4. Mal befreit.
Mein Gott, leise nicht. Es ist kein schlechtes, hat 150. Aber ich habe schon letztens eins mit 183 gefangen. Das war schon sehr, sehr stark. Ja. Und ist auch zu einem 1900er Garados geworden. Ohne Pushen, also ziemlich gut. Das zweite, wie viel hat das? Mein zweites hat 87. Zwei weit mal schauen, ob die Carpados auch. Ich habe schon weggeschickt. War das schlecht? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht bewertet. Das hat 16 bei mir. Ja, warte, das nächste, das kommt, das geben wir dann gleichzeitig. Also, wir verschicken es nicht und bewerten es nicht. Weil wir haben die Vermutung, dass die Pokémon dann gleich sind, was die Werte angeht. Schauen wir mal jetzt. 588. Das wird auf jeden Fall unterschiedlich sein. 616, okay. Das ist unterschiedlich. Wir wollen halt gucken, ob die Bewertungen gleich sind. Kommt es dazu? Wozu? Dass es unterschiedlich ist? Die Levels, weil wir verschiedene Levels haben. Genau. Wo okay. Wir gleiche Level waren, weil er ist jetzt vor kurzem eins höher gekommen, kam exakt immer das gleiche von den WPs. Und auch die Eigenschaften waren gleich. Jetzt wollen wir aber sehen, auch wenn wir jetzt verschiedene Level sind, ob die bei den gleichen Pokémon, die spawnen, ob die, die Eigenschaften wenigstens, genau. Ja, Alf sind die versteckten Werte eines Pokémon. Okay. Also ich habe meinen schon gefragt dann. Okay. Also ich bin sicher nicht hartnäckig. Okay, was ist bei dir? Also bei mir ist es, Zentromato wird im Kampf insgesamt wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Okay, mal sehen. Kannst du jetzt direkt bewerten. Zentromato wird im Kampf insgesamt... Okay. Seine beste Eigenschaft ist offensichtlich sein Angriffswert. Ja, genau. Ich muss sagen, dass ich von seinen Werten... Okay, ja. Das ist genau das Gleiche. Also scheinbar sind es... Von den Ives sind es scheinbar die gleichen Pokémon, aber... Je nach Level unterscheidet sich dann halt die... PvP. Ja. Das heißt, jeder hat die gleiche Chance auf das gleiche Pokémon von den Naivs her, aber nicht von den WP. Weil das unterscheidet sich dann von Level zu Level. Mein Gott, leide doch nicht, Demi. Großartiger. Was ist bei dir die ganze Zeit los, Mann? Pokémon fallen immer wieder raus. Dein Handy stürzt ab. Jetzt gerade irgendwie mitten in... Das ist ein Bug aber vom Spiel, dass der Ball mitten in der Luft stecken Aber wird. Egal, das Pokémon ist trotzdem wiedergekommen und es ist ein 721er Mirabla. Und das ist ziemlich gut. Aber leider hat es schlechter... Also wenn diese Nachricht kommt, dein Mirabla wird im Kampf insgesamt wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Das sind dann halt Pokémon, die ganze weghauen. Jetzt können wir nochmal vergleichen, ob es bei mir das gleiche sagen wird, wenn ich es fangen sollte. Ich habe es gefangen. Und das wird bei mir das gleiche halt sagen. Bei Mirabla wird insgesamt wahrscheinlich keine große Fortschritte KP machen. Und ich bin von seinen Werten wirklich. Genau, KP, ich, genau. Also kann man es, also wir verschicken sowas weg, andere möchten es wahrscheinlich haben, weil es sehr stark werden würde. Aber wir achten halt auch auf die versteckten Verteidigungs- und Angriffspunkte. Ja. Anderen Werten, genau. So, versteckten Werte. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, es muss alles perfekt sein, aber. Das ist halt die schlechtmöglichste Bewertung, die du kriegen kannst. Das heißt, es ist zwischen 0 und 40% oder 49%, glaube ich, war das. Und das kannst du dann vergessen. Das ist dann wirklich Rosana. Hast du Rosana schon? Hatte das sogar, bevor ich mein Zimmer verlassen habe. Okay. Hast du gehört? Ich habe so am Anfang mein Zimmer gar nicht verlassen. Okay, das ist so geil. Ich hätte das auch gerne. Hier so eine Wohnung haben, ja, aufstehen in der Früh, Pokémon fangen. Okay, ich werde 5 Bälle plane ich ein, aber... Ich habe es vom zweiten gefahren. Es hat aber nur 400. Wie viel? 400 hatte meins. Meins hatte 900. 900? Ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass... Geflohen. Das ist natürlich sehr gut, wenn du nach 5 Bällen dein Pokémon kriegst. Leute, ich will mich hinsetzen. Kannst du da hinsetzen? Ich habe kein Problem noch zu stehen.
Wir haben schon einen Leidenden im Team, er kann nicht mal mehr stehen. Ich war mit meiner Schwester einkaufen. Er war mit seiner Schwester einkaufen. Immer diese Ausreden. Zwei Stunden. Passt perfekt. Erzähl nochmal von seinem. Erzähl nochmal, wie krass sein Ding ist. Ja, sein Ding ist, also sein Carbador, nicht sein Ding, ne? Sein, okay, scheiße, aber ich mach's jetzt einfach. Sein Carbador hat halt. Zeig mal. Alter, tot, wenn du jetzt. Wenn du Windhose kriegst, tot. Oh mein Gott. Moment der Wahrheit. Feuerhose mit Drachenpuls wäre die beste Kombo. Ja. Hydro-Pumpe wäre auch noch gut. Er filmt das mit der GoPro. Oh mein Gott, oh! Scheiße! Was wird das? Ich sag mal die Attacke. Da denken wir noch dran. Okay, da ist die Attacke und? Oh! Alter, ja, fast, egal. Fast ist nicht Feuerodem, aber bis. 2K. Bis 2K. Nein, Drachenpuls. Endspiel. Ja. Also, bis ist unter den Top 10 der Fast Attacks. Bis 6S, Georg? Was ist jetzt passiert? Erzähl mal ein bisschen. Er hat jetzt einen Carpador entwickelt und wie wir sehen, hat es recht gute Attacken. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn es Feuerodem gekriegt hätte. Aber drauf geschissen. Ich meine, Drachenpuls und Biss, top. Mit fast perfekten Ives. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.